Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video und das heute hier vom Söldener Gletscher. Wie ihr wisst, habe ich den Kanal so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe einen Lifestyle-Kanal, wo es nur um mich und meine Erfahrungen geht und diesen Skikanal, der euch maximalen Nutzen bringen soll. Und daher möchte ich auch immer wieder Personen eine Plattform bieten, wo ich glaube, dass sie euch auf eine andere Art und Weise weiterhelfen können, als ich es tue oder vielleicht auch eine andere Meinung reinbringen, wie in den Skitests. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast da, einen meiner besten Freunde, den ich aus Kindheitstagen kenne und den ich durch das Skifahren kennengelernt habe. Marius, komm vor die Kamera, präsentier dich. Servus Julian, sehr schön hier wieder auf dem Kanal zu sein. War ja schon mal da und jetzt bei diesem Format wieder und zwar sehr, sehr gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Führ einfach mal ein, um was es gehen soll. Genau, also ganz kurz vorab, was hat Marius zu bieten und woher kommt Marius? Marius ist Ausbilder beim Westdeutschen Skiverband, das heißt, er bildet Grundstufen und Instructor, Skilehrer aus. Also der muss schon ordentlich was dahinter sein und zudem auch noch Ski-YouTuber, Unternehmer und ja, Influencer und dies, das, also ziemlich viel. Ich komme nicht auf so viele Skitage wie der Kollege hier neben mir, aber die Hälfte mit 60 schaffe ich. Sehr gut. 120 hast du vorzufahren dieses Jahr, ne? Wäre geil. Sehr gut. So, Bro. Ja. Du weißt, ich will den Leuten hier maximal Nutzen bringen. Und ich weiß, ich sehe das ja bei deinen Leuten. Ich kenne ja auch einige von, du bringst die echt weiter in der Skitechnik. Und mich würde jetzt mal interessieren, welche drei Übungen den meisten Erfolg bei deinen Kunden bringen. Okay, das ist ein sehr interessanter Ansatz, den du gerade gesagt hast. Denn als du mich gefragt hast, was meine Top 3 Übungen sind, habe ich mir erstmal überlegt, soll es jetzt um die Übungen gehen, die mich persönlich am meisten vorangebracht haben oder die meine Skischüler, meine auszubildenden Personen am meisten weitergebracht haben. Und ich bin da ganz ehrlich zu euch, als ich mir dann genauer darüber Gedanken gemacht habe, sind es genau die Übungen, die ich am meisten weitergebe, die mir auch am meisten gebracht haben. Same here. Ja, es ist genau so, dass man versucht, glaube ich, das, wo man am selbsten am meisten gelernt hat, auch wirklich nach draußen zu tragen. Deswegen habe ich mir drei Dinge überlegt, die ich glaube, sehr funktional für euch sind, um sowohl einmal sich morgens warm zu fahren, aber dann bis hin in den sportlichen Radius, sowohl mittlerer Radius als auch kurzer, euch am meisten Nutzen bringen. Wollen wir direkt reinsteigen? Sehr gerne, the stage is yours. So, die Kamera ist wieder neu eingestellt, das Licht ist weniger geworden, deswegen haben wir hier kurz einen Break gemacht. Marius, mit welcher Übung kommst du denn jetzt in dieses Skigefühl rein? Was würdest du hier vorschlagen, dass man da sich wirklich gut warm fahren kann? Also die allererste Übung, meine Top 1 Übung, die ich euch mitbringe, ist der Flugbogen im langsamen Tempo. Nehmt euch eine blaue Piste am Morgen und stellt euch wirklich wie in der Anfänger-Elementar-Skischule hin. Das, was ihr merken werdet, wenn ihr die Kurven dann fahrt, ist, wie der Ski gleitet, welche Belastungen ihr setzen müsst und dann auch, welche Kante wie Feedback gibt. Das heißt, ein viel, viel stärkeres Skigefühl kommt im langsamen Tempo. Wenn ihr beginnt, direkt die Kurven wieder sportlich zu fahren, weil ihr natürlich auch alle gute Skifahrer seid, dann habt ihr trotzdem nicht diese Kontrolle und dieses Feedback vom Ski, weil diese schnellen Schwünge sind einfach leichter. Wenn ihr einsteigt mit einem Flugbogen, langsames Tempo, spürt eure Kanten, spürt, wie ihr die Belastung setzen müsst und fahrt dann die Kurven locker raus. Das macht Laune, das bringt mir immer richtig viel Erfolg beim Warmfahren und ja, ich weiß nicht, ob du es verwendest, für mich auf jeden Fall eine Übung, die ich mit meinen Ski-Auszubildenden gerne fahre. Ja, Marius, vielen Dank schon mal für die Übung. Was ist denn deine Top 2 Übung? Bei der zweiten Übung möchte ich eigentlich direkt anschließen an die Elementarskischule, an den Flugbogen. Da geht es wirklich darum, jetzt den Kurvenwechsel sich selbst zu symbolisieren. Und da fahre ich sehr gerne die Bergstämme. Und zwar geht es dabei darum, dass wir die Kurve über den Außenski fahren und dann zum Kurvenwechsel bewusst unseren neuen Außenski nach außen stemmen. Und ihn dabei schön auf die neue Kante setzen, die Belastung mit dem Gewicht auf diesem Ski spüren und die Kurve ausfahren.
Ich weiß doch ganz genau, als wir die Bergstämme und auch das Schweizer Kreuz als allererstes gefahren sind, damals irgendwie auch mit den Riesinger Latten, es war brutal schwer. Ich glaube, wir sind beide irgendwie bei unseren Ausbildern vorgefahren und haben gesagt, wie soll das gehen? Ja. Mittlerweile ist das ein ganz anderes Thema. Ich fahre es extrem gern, um mich warm zu fahren, um die Kante zu spüren, die Belastung zu spüren. Und ich kann es euch wirklich raten, Bergstämme hart sich hineinzuarbeiten. Aber wenn ihr diesen Belastungswechsel schön spürt, ist das eine Top-Übung, um auf den Skiern zu stehen. Ganz witzig, weil ich hatte jetzt ja ein Video gemacht, wie man sich Saison am besten einfährt. Und da habe ich das auch so als Übung rausgegeben, ja, um wirklich wieder die Innenkante des neuen Außenskis zu erspüren, wie sich das anfühlt, den zu treffen und dann wirklich schön in eine geile neue Skisaison zu kommen. Absolut. Vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt last but not least. Kommen wir zur Top 3 Übung, meiner dritten Übung, die ich euch mitgebracht habe. Und da geht es wirklich um metaphorische Arbeit, Bilder in den Kopf setzen, um die Belastungen stärker zu spüren. Und da kommen wir jetzt wirklich in das Thema, was ich gemeint habe. Vom Langsamen über die Bergstämme im Mittleren bis hin zum schnellen Tempo, ja, wo ihr diese Übung wirklich gut anwenden könnt. Und zwar geht es da um eine Zitrone, die ihr euch gerade bildlich in meiner Hand vorstellt. Und diese Zitrone soll jetzt in euren Skischuh platziert werden. Und zwar in einen ganz schlauen Ort. Komm mal mit, Kilian, mit der Kamera. Übrigens danke, Kilian, dass du gerade filmst. Sein Instagram-Kanal ist hier oben verlinkt und gerne auch in der Beschreibung. Ich mache mal meinen Skischuh auf, dass wir uns das einfach mal symbolisieren können. Diese Zitrone, die jetzt hier liegt, die lege ich ganz bewusst vorne innen in meinen Skischuh. Die liegt nicht hier vorne mittig, weil die Belastung beim Skifahren über das obere Sprunggelenk nur nach vorne zu bringen, wäre nicht zielführend. Wir müssen ja den Ski auch auf die Kante bringen. Das heißt, diese Zitrone liegt vorne innen im jeweiligen Außenschuh. Und jetzt kommt der Druck. Ich gebe bewusst den Druck über das obere und untere Sprunggelenk nach vorne innen rein, habe eine schöne Kanterzeugung und fahre dann den Ski aus. Das muss ich unbedingt gleich nochmal auf einem Ski visualisieren, wo die Zitrone liegt und wie ich da den Druck aufbauen würde. Aber dabei ist nochmal eins ganz witzig oder dabei ist noch mal eins ganz wichtig zu sagen. Diese Zitrone ist ja etwas, wenn wir uns das morgens am Frühstückstisch vorstellen, was man nicht, außer man ist The Rock, quasi auf einmal auspressen kann, sondern geht da mit Gefühl ran. Ja? Geht an die Zitrone mit Gefühl, dass ihr sie einfach bewusst über die Kurve ausdrückt, ja? Bis nach der Falllinie den Druck wirklich sucht und da so richtig schön Zitronensaft in euren Skischuhen erzeugt und zur neuen Kurve hin eine neue Zitrone setzt. Das ist meine Übung 3. Ich persönlich habe damit viele gute Fahrten schon hinter mich gebracht, habe noch an viele Skischüler von mir weitergegeben und da kam gutes Feedback, deswegen der Tipp an euch. Auch eine ähnliche Übung, die ich auch gerne verwende, ja, wo ich dann so sage, Leute, versucht, weil die Leute da wirklich das bewegen sich viel, aber es ist nur eine minimale Bewegung, die man äußerlich gar nicht sieht. Deswegen sage ich immer, Leute, wir haben jetzt hier die Stelle gefunden, genau an der Stelle wollen wir nach jeder Kurve unseren Skischuh brechen. Ja. Dass sie wirklich mal radikal, jung, mal reingehen und dann den Kantwinkel aufbauen. Das ist ja eines der größten Verständnisprobleme, was wir haben. Ja? Der Skischuh sieht so hart von außen aus und trotzdem ist das Sprunggelenk beim Skifahren unser wichtigstes Gelenk. Das heißt, diese Zitronenübung, da wo wir unten im Sprunggelenk im Skischuh arbeiten, ist das Elementarste. Da müssen wir ran. Und ich glaube, wenn da euer Verständnis hingeht, haben wir schon viel geschafft. An dieser Stelle, super, alles gezeigt, meine drei Top-Übungen vorgestellt. Julian, ich wünsche dir sehr viel Erfolg auf deiner Reise. Sehr guter Skicoach, macht richtig Lust zu sehen, wie der Progress da gerade vorangeht mit Fit for Ski und auch deinen Skicoachings. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns alle gemeinsam auf der Piste immer wiedersehen. Ja, danke, Marius, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auch alles Gute und ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Input hier. Ich hoffe, der Input hat euch geholfen. Wenn ihr noch Fragen an den Marius habt, stellt sie in den Kommentaren gerne. Super gerne. Und dann unbedingt auch bei Marius im Social Media vorbeischauen. YouTube, jetzt habe ich keine Finger hier, aber YouTube, Instagram, ganz, ganz wichtig, dass ihr da mal vorbeischaut, weil da kommt auch viel Content im Bereich Material. Ja, genau. Und auch, ja, wir haben jetzt gerade noch ein richtig geiles Format gemacht. Also total. Folgt dem Burschen auf jeden Fall mal. Und ja, wenn ihr noch eine Idee habt, was der Marius euch noch vorstellen soll im Thema Skitechnik, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich freue mich natürlich auch, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Lasst ein Abo da, dass ihr keinen Ski-Content mehr verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, euer
Marius und Julian. Ciao, Sven. Sehr gut. Ja, mega.